Servus und willkommen zur neuen Ausgabe der PCGH News. Würde jetzt Santi an dieser Stelle sagen, wenn sie nicht auch mal einen wohlverdienten Urlaub bekäme, was eben aktuell der Fall ist. Also muss ich wieder selber ran, euch die News zu kredenzen, aber euch geht es ja sowieso doch nur um die knackigen Infos hier, oder? Und Santi ist nächstes Wochenende wieder am Start, versprochen. Blablabla. Die Woche war ziemlich spannend, also gleich zur Sache. AMD lässt es krachen mit 7 neuen CPU-Modellen, der Unterstützung von alten AM4 Mainboards und seitens Grafiktreiber mit einer neuen Upscaling-Methode. Der OLED-TV von Samsung kommt schon bald auf den Markt, aber leider mit einer kleinen Macke. Besser spät als nie. AMD bringt endlich günstige Zen 3 Prozessoren und legt dazu gleich noch 3 neue Zen 2 CPUs auf. Jetzt wird auch der lang erwartete Zen 7 5800X3D die Bühne betreten. Die erste CPU mit vertikal gestapelten L3 Cache und laut AMD die schnellste Gaming CPU der Welt. Außerdem wird mit dem neuen Agesa 1207 offiziell Zen 3, also Ryzen 5000, auf X370, B350 und sogar A320 unterstützt. Wir wollen alle Informationen des Frühlingsupdates hier zusammenfassen. Ryzen 7 5800X3D kommt mit 8 Kernen, 16 Threads und einem Boost bis 4,5 GHz, auf einem Kern zumindest. Wir vermuten einen All-Core-Boost im Bereich zwischen 4,2 und 4,4 GHz. Die TDP beträgt wie beim 5800X 105 Watt. Neben den regulären Cache bietet ein 5800X3D 64 MB 3D V-Cache. Und ja, leider soll der X3D nicht übertaktbar sein. Das hat AMD jetzt auch offiziell bestätigt. Die CPU sei hard locked. Es sollte also auch keinen Umweg geben. Ob das dann wirklich so ist, wird sich zeigen. Man würde vermuten, dass AMD den Multiplikator in der CPU begrenzt und die Boardpartner alle anderen Optionen aus den Mainboards patchen. Ob es letztlich die rein thermischen Probleme sind, ist nicht ganz klar. Der NAND, der Huckepack auf dem Compute Die sitzt, soll mit 1,3 bis 1,35 Volt laufen. Was für Kerne ein Problem ist, denn um Spitzentakte zu erreichen, laufen die auch mal gerne mit 1,45 bis 1,5 Volt. Infolgedessen mussten also Restriktionen eingeführt werden. Neben dem X3D bringt AMD 3 weitere Zen 3 Prozessoren auf den Markt. Den Anfang macht Ryzen 7 5700X, ein 8-Kerne mit 16 Threads, einem Boost bis zu 4,6 GHz und einer TDP von 65 Watt. Damit taktet die CPU unter Last wahrscheinlich nur 100 bis 200 MHz niedriger als ein Ryzen 7 5800X. Auch die Menge des L3 Cache identisch zum 5800X dürfte die Leistung in Spielen nahezu identisch sein. Bei hoher Anwendungslast hingegen kann die TDP-Klasse von 65 Watt für merklich weniger Leistung gegenüber dem großen Bruder mit 105 Watt sorgen. Ein 5700X legt sich preislich mit Intels Core i5-12600K an, welcher aktuell für rund 290 Euro erhältlich ist. Dazu kommen zwei neue 6-Kerne, Ryzen 5 5600 und Ryzen 5 5500. Der 5600 ist die CPU, auf welche die Welt seit dem Launch von Zen 3 wartet. Ein 5600X für unter 200 Euro also. Die Daten sehen auf dem Papier sehr gut aus, denn ein 5600 taktet jeweils nur 200 MHz niedriger als ein 5600X und bietet die gleiche Menge an Level 3 Cache sowie die gleiche TDP. Die CPU dürfte damit geringfügig langsamer als ein 5600X und auch ein i5-12400 ausfallen. Beim Ryzen 5 5500 sollen allerdings auch unsere Alarmglocken läuten, denn die CPU taktet bis 4,2 GHz, bietet aber nur einen Level 3 Cache von 16 MB, ein Einschnitt um 50% gegenüber einem 5600X. Genauso hat es AMD beim Ryzen 5 3500 damals gemacht gegenüber den Ryzen 5 3600. Und wie sich im Test zum Ryzen 5 3500 gezeigt hat, kostet der Einschnitt beim L3 Cache mitunter mehr als 40% Bildrate ins Spiel. Tests werden zeigen müssen, ob das beim Zen 3 Äquivalent auch der Fall ist. Preislich stellt AMD den Ryzen 5 5600 und 5500
im Bereich des Intel Core i5-12400 auf. Der Intel i5 ist so schnell wie ein Ryzen 5 5600X und dürfte somit das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Wirklich neu sind nur zwei Prozessoren, nämlich Ryzen 5 4500 und Ryzen 3 4100. Den Ryzen 5 4600G gibt es natürlich schon länger, allerdings nur auf dem OEM-Markt. Es handelt sich dabei um eine Zen 2 APU aus Renoir-Generation mit Vega-Grafikeinheit. Und dass wir das noch erleben dürfen. AMD ermöglicht mit AGESA 1207 offiziell die Unterstützung von Zen 3 auf X370, B350 und A320, also die erste Mainboard-Generation mit einem 4-Sockel. Warum zum Sockel nicht gleich so AMD? Wenn ihr also schon immer einmal euer altes AM4-Brett mit einer schnellen Gaming-CPU betreiben wolltet, dann dürft ihr das jetzt bald tun. Wichtig dabei ist ein Update des Herstellers, also unbedingt auf der Herstellerseite des Mainboards nachschauen. AMD verspricht, wenn AGESA 1207 angeboten wird, dann unterstützt das Mainboard offiziell Zen 3. Die Updates sollen laut AMD im April und Mai ausgerollt werden. Da mutet es schon seltsam an, dass Ryzen 3000 und 2000 nicht auf B550 und A520 lauffähig gemacht werden. So ist es zwar bald möglich, eine potente CPU auf einem alten Mainboard zu betreiben, nicht jedoch den alten Ryzen auf den gut ausgestatteten B550 Mainboards. Wir haben bei AMD bereits nachgefragt, ob die neue AGESA auch für B550 und A520 eine breite Unterstützung ermöglicht. Samsung setzt seit Jahren bei Monitoren und Fernsehern auf die QLED-Technik. Das tun die Koreaner zwar nach wie vor, aber haben Anfang des Jahres nun auch OLED-Panels angekündigt. Dabei war es nicht Samsung Electronics selbst, die mit den ersten Modellen aufwarteten, sondern Sony mit einem TV und Dell mit einem Monitor. Jetzt aber sollen in Deutschland ab Mai zwei Geräte der S95B-Baureihe an den Start gehen, mit 55 und 65 Zoll. Der GQ55 S95B soll um die 2000 Euro kosten, der 56er im Bereich von 2500 bis 3000 Euro liegen. In den USA war man konkreter mit 2399 und 3499 US-Dollar. Samsung versicherte uns aber noch letzte Woche, dass die tatsächliche UVP hierzulande immer noch nicht feststeht. Leider gibt es mit den Panels ein kleines Problem, die Anordnung der Subpixel und deren Abstand. In Deutschland griff das Thema zunächst heise.de auf. Da kannte man das Problem bereits bei einem verfügbaren Testmuster des Alienware-Monitors und nutzte eine Samsung-Veranstaltung zur Nachfrage, wo Firmenvertreter vor Ort letztlich nicht viel mehr tun konnten, als das Thema nicht weiter zu kommentieren. Ich selbst war auch vor Ort und konnte genauso die Farbsäume an den Kanten bei hohen Kontrasten feststellen. Das Problem bei Quantum Dot OLED Panels von Samsung liegt in der dreieckigen Anordnung der Subpixel. Die Samsung OLEDs verzichten auf ein zusätzliches weißes Subpixel wie die bisherigen LG OLEDs, um in den hellen Farben eine bessere Brillanz zu erzielen. Das wurde bereits im vom Samsung gesponserten Werbevideo von Linus Tech Tips im Januar schon rausposaunt. Aber die jetzt präsentierten Modelle mit der neuen Paneltechnik zeigen, dass ihre Vorteile nicht ganz ohne Kompromisse auskommen, wie noch zur CES im Januar schien. Wir konnten bislang noch kein Testmuster eines Samsung OLEDs bekommen, werden aber sowohl Sony oder Samsung TV als auch den Alienware Monitor ausgiebig testen, ebenso bald wie möglich, um dann die Vor- und Nachteile besser abwiegen zu können. AMD beglückt seine Nutzer mit einem großen Software-Update der Radeon Software. Letztere hört nun auf den Namen AMD Software, denn das Programm beherrscht längst CPU- und GPU-Funktionen. Ebenfalls neu Radeon Super Resolution, Virtual Super Resolution bis 8K und ein Ausblick auf FSR 2.0. Das meist erwartete Feature seit Fidelity Fixed Super Resolution ist wohl Radeon Super Resolution, kurz RSR. In beiden Fällen handelt es sich um Upscaling-Methoden mit dem gleichen Ziel. Sie sollen die FPS-Raten durch Pixelsparen erhöhen, ohne dass das Bild unansehnlich wird. Wie wir aus vergangenen Analysen wissen, klappt das je nach Spiel und Inhalt mehr oder minder gut.
Das gilt auch für das NVIDIA-Verfahren Deep Learning Supersampling, wobei diese auch zeitliche Berechnungen durchführt und daher größeren Einfluss hat. Dafür funktioniert DLSS nur auf RTX-Grafikkarten. Sowohl FSR als auch DLSS müssen von Spieleentwicklern implementiert werden. Doch was tun, wenn das nicht der Fall ist, also bei Tausenden von Spielen? Der Treiber muss also dafür sorgen, dass das Pixelsparen reibungslos und unbemerkt vonstatten geht. Genau das tut Radeon Super Resolution. Kurzum, der Vorteil hierbei, es sieht mit Nachschärfung etwas besser aus als ein reines Upscaling ohne zusätzlichen Algorithmus. Der Nachteil, RSR funktioniert erst ab 5000er Radeons. Also nicht etwa mit Polaris oder Vega, welche gerade in der aktuellen Krise von dieser Technik umso mehr profitiert würden. AMD, warum? Was soll diese künstliche Bremse schon wieder? Egal, ist halt so. Wir haben zu RSR selbst auch schon ein Video online, also falls ihr euch mehr dafür interessiert, checkt mal die Box hier oben. Außerdem gab AMD einen Ausblick auf FSR 2.0. Im Gegensatz zu 1.0, das sich bereits in rund 50 Spielen befindet, wird die Version 2.0 als Hauptneuerung den temporalen Ansatz mitbringen. NVIDIAs DLSS verfolgt diesen Ansatz von Anfang an, weswegen es auch besser aussieht, aber eben von den Entwicklern schwieriger zu implementieren ist. Außerdem funktioniert FSR, also das bisherige 1.0, mit grundsätzlich jeder GPU. Sobald FSR 2.0 draußen ist, werden wir es natürlich ausgiebig testen und ihr könnt wetten, dass ihr hier dazu ein Video befindet. Deswegen abonniert mal gerne den Kanal sowieso, auch weil wir jetzt mit den News schon wieder am Ende sind. Bis zum nächsten Mal und tschüss.